2008 eine Welt im Umbruch. Amerika wird einen neuen Präsidenten haben, ebenso wie Russland. Und China präsentiert sich der Welt bei den Olympischen Spielen in Peking. Überall gibt es schicksalhafte Kräfteverschiebungen. Seit dem Fall des Kommunismus ist eine festgefügte Weltordnung durcheinandergeraten. Ganze Imperien blühen auf, andere zerfallen. Der Einfluss der Religionen wird überall auf der Welt stärker und mit ihm die Fundamentalisten. Unter diesen Vorzeichen entstehen neue Achsen der Macht auf dem Planeten. Wie könnten sie aussehen? Welche Chancen und Gefahren ergeben sich? Wir sind mit Peter Scholl-Latour an jenen Brennpunkten gewesen, von denen er seit über einem halben Jahrhundert berichtet. Bevor wir auf anderen Kontinenten nach Entwicklungen suchen wollen, die die Welt verändern, wollen wir doch noch mal eine Station in Europa machen. Wir sind nach Vézelay gefahren, mitten in Frankreich, wo im 12. Jahrhundert der heilige Bernhard von Clairvaux zu den Kreuzzügen aufgerufen hat. Und er hat damit einen Sturm der Begeisterung in ganz Europa entfacht. Man hat ihn den Erzvater eines europäischen Gefühls genannt. Gibt es sowas denn überhaupt noch heute? An dieser Stelle fällt mir ein Satz von André Malraux, dem französischen Schriftsteller, ein, der kein gläubiger Christ war, aber der vor 50 Jahren bereits gesagt hatte, das 21. Jahrhundert wird religiös sein oder es wird nicht sein. Le 21e siècle sera religieux und ne sera pas. Das klang damals absurd. Aber inzwischen haben wir es ja erlebt in den vergangenen 50, 60 Jahren, wie der Islam zu einer gewaltigen religiösen Kraft, auch bedrohlichen Kraft angewachsen ist. Wie heute in Amerika ohne die sogenannten Evangelikalen, ohne die christlichen Fundamentalisten kein Präsident gewählt werden kann. Wie Russland zurückgekehrt ist zur pravoslawischen Orthodoxie, seine stützende Autokratie Putins, sogar China, fern jener Transzendenz, wendet sich dem Konfuzianismus zu. Aber Europa steht im Grunde ohne religiöses Bewusstsein, ohne Jenseitigkeit da, was zweifellos eine Schwäche ist. Es schwankt zwischen Hedonismus und dem goldenen Kalb. Und es steht angesichts dieses Aufbruchs der Mythen ziemlich wehrlos, ziemlich hilflos, ja ziemlich erbärmlich da. Amerika, du hast es besser? Welche Rolle werden die USA im Gefüge der Imperien spielen? Das Trauma des 11. September sitzt auch im 7. Jahr danach noch tief. Zu dieser Demütigung und dem Kriegsdebakel im Irak kommt, dass andere Imperien der Great Nation den Rang streitig machen. Und das in rasender Eile. New York ist weiterhin eine faszinierende imperiale Metropole. Wer im Sommer 1950 vom Schiff aus den ersten Blick auf die Battery von Manhattan richtete, erstarrte in Bewunderung vor so viel himmelstürmender Dynamik. Zumal wenn er, wie ich damals, aus dem verwüsteten, geschundenen Europa kam. Aber seitdem hat New York seine Einzigartigkeit eingebüßt. Mit der surrealistischen Pudong-Silhouette von Shanghai ist eine ehrgeizige Rivalin entstanden. Und die babylonischen Luxustürme der Golfemirate wetteifern erfolgreich mit der einst atemberaubenden Skyline am Hudson River. Der scheidende Präsident George W. Bush hat aus seiner Abneigung gegen New York und auch seinen Amtssitz, das Weiße Haus in Washington, nie einen Hehl gemacht. Seine Vorliebe gilt dem kümmerlichen Dorf Crawford und der rauen Savannenlandschaft von Texas. Dort kann er sich auf seiner Ranch der Illusion hingeben, den ungebrochenen Pioniergeist und die fromme Ursprünglichkeit von God's Own Country erfolgreich gegen die Kräfte des Bösen zu mobilisieren. Mehr als ein tristes Fast-Food-Restaurant, alkoholfrei versteht sich, hat Crawford nichts zu bieten. Der Ort ist zur Dry-City, zur trockenen Stadt erklärt worden, wohl auch aus Solidarität mit seinem prominentesten Bürger, der seinem früheren Alkoholismus entsagt hat.
Achse. Die Karten werden neu gemischt auf dem Planeten. Die alte Sowjetunion gibt's nicht mehr. China spielt eine völlig andere Rolle. Wie könnte die Rolle Amerikas aussehen in der Zukunft? Amerika wird Abschied nehmen müssen, hat im Grunde auch schon Abschied genommen von der Vorstellung, die globale Hegemonialmacht zu sein. Das geht nicht mehr. Und man kann sich ausrechnen, wenn in China nicht etwas ganz Ungewöhnliches passiert, dass in 20 bis 30 Jahren die Chinesen gleichziehen. Wir schon mit ihrer Masse und auch, was man nicht unterschätzen soll, mit der schöpferischen Intelligenz, die China hat. Dagegen Russland, nicht wahr, bei allen Anstrengungen Putins, bei allem Erdölreichtum. Es sind eben nur 145 Millionen Menschen gegen 300 Millionen Amerikaner und dann doch der verbliebenen Rückständigkeit. Also da ist im Grunde, die wird immer die Gefahr oder die Bedeutung Russlands übertrieben. Die Europäer verspielen ihr eigenes Schicksal, was die Amerikaner im Moment ja vor allem beschäftigt, was sie im Grunde beleidigt geradezu. Ist dieser Aufstand der islamischen Massen. Es sind immer 1,3 Milliarden Menschen, die überhaupt keinen einheitlichen Block bilden. Aber es sind Revolutionsherde, die immer wieder und immer neu aufflackern an neuen Orten und mit denen Amerika nicht fertig wird. Also ich habe erwartet, hier eine Proteststimmung vorzuschwinden, wie sie bei Ende des Vietnamkrieges zum Beispiel äußert. Das ist gar nicht da. Es ist eher eine Ratlosigkeit und eine Wut darüber, dass man mit diesen Zwergen, es sind ja Zwerge, die sich da entgegenstellen, dass man mit denen nicht fertig wird und dass da auch eine Kriegführung sich entwickelt hat, der sogenannte asymmetrische Krieg, mit dem diese gewaltige Supermacht, das Amerika immer noch zu Land, in der Luft und zur See ist, nicht mehr auf dem Lande, dass die damit nicht mehr fertig wird. Immer noch lastet das Trauma des verlorenen Vietnamkrieges auf Amerika. In Washington hatte man geglaubt, die gelben Zwerge des Vietcong, die sich dem Kommunismus verschrieben hatten, unter der Wucht einer ungeheuerlichen materiellen Überlegenheit zermalmen zu können. Das Pentagon hatte sich wohl vorgestellt, einen ostasiatischen Indianerkrieg zu führen. Aber selbst die Verstärkung der amerikanischen Bodentruppen auf eine 500.000 GIs brachte keinen Erfolg. Am Ende zogen die Dschungelkämpfer Ho Chi Minhs in Saigon ein. Eines steht hier in Saigon ziemlich fest. Die strategischen Reserven der Regierung von Südvietnam sind ziemlich am Ende. Aber man weiß auch nicht, wie stark die andere Seite, wie stark die Nordvietnamesen noch sind. Und das ist die große Frage, die sich an die Zukunft stellt. Die Vietnamesen hatten sich als Meister des Partisanenkrieges erwiesen und den gigantischen Gegner zermürbt. Dennoch sollte sich die Domino-Theorie, die Ausweitung des Kommunismus auf ganz Südostasien bis Indien, die Eisenhower und Kennedy an die Wand gemalt hatten, als Trugschluss erweisen. In den Vereinigten Staaten kam es zwar zu gewaltigen Protestkundgebungen, und das Prestige der USA erlitt schweren Schaden. Aber die befürchtete geostrategische Schwächung der weltweiten amerikanischen Macht fand in Vietnam nicht statt. Ein ganz anderes Bild bietet sich heute im arabischen Orient, im Irak. Der Blitzsieg über Saddam Hussein im Frühjahr 2003 verwandelte sich in ein folgenschweres Debakel. Dem drohenden Flächenbrand begegnete die US-Army mit viel zu schwachen Heeresverbänden. George W. Bush hatte in Bagdad einen Leuchtturm der Demokratie errichten wollen. Stattdessen wurden die US-Marines bei der Bekämpfung der irakischen Freischärler in eine brutale Counterinsurgency verwickelt. Die grauenhaften Verhörmethoden verdüsterten das Ansehen der Supermacht, die angeblich als Künder der Menschenrechte gegen den Islamofaschismus angetreten war. In seiner texanischen Abgeschiedenheit von Crawford hat George W. Bush diese verhängnisvolle Entwicklung verdrängt oder ignoriert. Ungeachtet aller Gräuel und Rückschläge fühlt er sich als fundamentalistischer Christ, als Evangelikaner und born again, in der Rolle eines Crusaders, eines Kreuzfahrers der Neuzeit bestätigt und verweigert sich der düsteren Wirklichkeit. So sieht es jedenfalls Billy Johnson, ein Nachbar in Crawford und enger Vertrauter des Präsidenten. What is the driving force behind him? Jesus Christ. One answer. There's no other.
that is the driving force. Do we want somebody weak leading us? I think not. I think we need a warrior. We have a warrior. Ein ganz normaler Sonntag in der Lakewood Church in Houston, Texas. In der umgebauten Baseball-Arena treffen sich 60.000 Gläubige. Eine Welle der religiösen Schwärmerei hat sich in der Stunde der Prüfung der breiten amerikanischen Volksstimmung bemächtigt. Das ist kein neuer Vorgang. Im sogenannten Bibelgürtel hat sich die intolerante, bigotte Frömmigkeit stets politisch ausgewirkt. 9 von 10 Amerikanern glauben an Gott. 83% sind bekennende Christen. Das war immer so der Zusammenhalt in Amerika. Aber besonders stark ist das nochmal geworden, offenbar Anfang der 90er Jahre, nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen war. Gibt es da einen Zusammenhang? Dieses Wiederaufleben, dieses Erstarken der Religiosität. 1950 stand also auch schon in Norden Amerikas, in Minnesota, wo ich damals war, stand Go to Church somewhere, geh zur Kirche, welche Konfession auch immer. Aber ich glaube, der Zusammenbruch der Sowjetunion, das Zeichen des Sieges an sich Gottes über das Böse im Grunde in den Vorstellungen der Leute auch. Auch der erste Sieg am Golf hat den Leuten das Gefühl gegeben, sie haben Gott auf ihrer Seite. Der Gott der Heerscharen, nicht Deus Sabaoth, was man bei uns in den Kirchen gar nicht mehr zu sagen wagt. Einst agierte hier der berüchtigte Ku Klux Klan als abschreckendes Zerrbild. Aber heute werden die afroamerikanischen Nachkommen der Sklaven sowie die spanisch-indianischen Einwanderer aus Lateinamerika in den national-religiösen Aufbruch einbezogen. In der buchstabengetreuen Deutung und Befolgung der Heiligen Schrift sucht man den Weg des Heils. Laut Umfrage wäre ein hoher Anteil von US-Bürgern bereit, eine Frau, einen Homosexuellen, sogar einen Schwarzen als Präsident im Weißen Haus zu akzeptieren. Ein Gottloser, ein Atheist, würde jedoch strikt abgelehnt. Manches wirkt befremdend bei diesem mystischen Überschwang. Wenn Victoria, die überaus sexy auftretende Ehefrau des berühmten Predigers Joel Osteen, die Hostie und den Kelch erhebt und somit den sakralen Akt der Wandlung vollzieht, überwiegt beim europäischen Beobachter der Eindruck eines seltsamen Sektenkults. Immer wieder brandet die Hymne auf, Our God is great. Hier kommen sich die verfeindeten Fundamentalisten des Morgen- und des Abendlandes nahe. Bei den Muslimen heißt es Allahu Akbar. Ist da wirklich noch etwas Transzendentales dran, wenn 18 Millionen Menschen am Sonntag im Fernsehen so einen Gottesdienst sehen, in dem es heißt, werde reich, dann liebt Gott dich. Ist diese Parole transzendental? Ich glaube nicht. Ja, aber es ist doch die kalvinistische Wurzel, nicht? Die Prädestination und die Auserwähltheit durch Gott zeichnet sich am materiellen Erfolg. Und was mich manchmal beunruhigt, also wenn ich auf meine Erfahrung zurückgreife, in Südafrika waren ja auch die Kalvinisten mit den Buren an der Macht. Mhm. Und bei denen war die Hautfarbe das Zeichen der göttlichen Erwähltheit. Der Wohlstand natürlich auch. Und diesen Buren hat man gedacht, die werden einen Widerstand leisten bis zum Äußeren. Das ist völlig in sich zusammengebrochen. Und was wir heute einfach feststellen, ist die Prekarität der Imperien, die Zerbrechlichkeit der Imperien. Wer hätte gedacht, dass die Sowjetunion so schnell zu Ende gehen würde? Ich habe noch erlebt, das Ende des britischen Weltreichs, was ja glorios war, was auch noch nachwirkt, vielleicht mehr als der Amerikanismus, aber über Nacht ist es auch verschwunden. Und so geht es eben mit vielem. Und wir stehen wirklich vor der Schicksalsfrage. Hat Amerika noch diese grandiose Zukunft, an die viele Amerikaner glauben? Oder wird Amerika eben eine von vielen Mächten sein? Und es steht in unserem Interesse, dass diese Macht weiterhin sich behauptet. Aber es steht auch, sagen wir, in unserer Pflicht geradezu, eigene Positionen zu beziehen. Ob wir dazu in der Lage sind, das ist eine ganz andere Frage. Mehr als 3000 Kilometer zieht sich die Grenze zwischen den USA und Mexiko hin. Der Kampf der Kulturen, den der Politologe Samuel Huntington beschreibt, äußert sich in den Grenzstädten El Paso in Texas
und Ciudad Juárez in Mexiko nicht etwa als Konfrontation mit dem revolutionären Islam oder mit der kommenden Weltmacht China. An der Bridge of the Americas, die das trübe Rinnsal des Rio Grande überwindet, stößt die weiße, puritanische und protestantisch geprägte Nordhälfte des amerikanischen Kontinents auf die brodelnden Menschenmassen des Südens, die einer hispanischen und katholischen Kultur verhaftet sind. In der texanischen Stadt El Paso wird der Bevölkerungsanteil der Latinos auf 80% geschätzt. Auch in den anderen Randstaaten von Kalifornien bis Florida ist Spanisch de facto zur zweiten Landessprache der USA geworden. Als ich im Sommer 1950 bei Laredo diese Grenze von Nord nach Süd überquerte, bestand noch eine säuberliche ethnische Trennung zwischen Gringos und Chicanos. Heute drängen die legalen und mehr noch die illegalen Einwanderungswellen der Hispanics oder Latinos trotz aller Abschirmmaßnahmen Washingtons zu Millionen in die Estados Unidos del Norte, wie man in Mexiko sagt. %25 aller Amerikaner werden hispanischen Ursprungs sein im Jahr 2050. Ein Viertel der Bevölkerung. Das ist so eine Prognose. Ja, und wir können uns eben ausrechnen, wann Amerika eine Bevölkerung hat, die nicht mehr europäischen Ursprungs ist. Dass wir die globale Sicht der Amerikaner dann auch verändern, wird sich mehr Lateinamerika hin orientieren oder vielleicht auch, wenn die Rückschläge fortfahren, einen neuen Isolationismus zeugen. Die amerikanische Grenzpolizei versucht vergeblich, den Zuwanderungsstrom einzudämmen. Aber mehr und mehr findet in diesem mexikanischen Grenzraum eine Osmose statt. Auf 13 bis 18 Millionen illegale Einwanderer wird die Zahl der widerrechtlich in USA lebenden und arbeitenden Chicanos geschätzt. Man möchte sie loswerden, wie zahlreiche Kongressabgeordnete fordern. Aber man ist auf sie als unterbezahlte Schwarzarbeiter angewiesen. Ganze Wirtschaftszweige der Vereinigten Staaten können auf ihren anspruchslosen Fleiß nicht verzichten. An diesem trostlos wirkenden Ort stoßen zwei Welten aufeinander, nämlich die erste und die dritte. Wir sind auf der mexikanischen Seite, drüben liegt El Paso in Texas. Und man hat das Gefühl, hier ist eine Kampfzone, nicht nur eine Front. Denn es geht um sehr viele Drogen, die andauernd hier reingeschmuggelt werden aus Südamerika. Und es geht um Millionen illegaler Einwanderer. Ja, das ist im Grunde die heimliche Front Amerikas, von der niemand redet. Und es ist schon erstaunlich, dass diese schmutzige Pfütze, die wir hinter uns sehen, dass man die Rio Grande del Norte nennt, weil die Mexikaner nennen es Rio Bravo, der wackere, der tapfere Fluss. Nichts davon ist vorhanden und das Verbrechen blüht hier. Und das Interessante ist eben, dass hier tatsächlich eine Osmose der Kulturen allmählich stattfindet. Man fragt sich wirklich, ob die Mexikaner kulturell oder wie auch immer zahlenmäßig Amerika auf die Dauer unterwandern können. Das ist immerhin ein Land von mehr als 100 Millionen Einwohner, was ständig wächst. Oder ob der amerikanische Einfluss trotzdem sich durchsetzen wird, das ist nicht entschieden. Aber man möchte beinahe sagen, oder das Gegenteil von dem sagen, was der langjährige Diktator Mexikos so um 1900 herum, Porfirio Díaz, mal gesagt hatte. Armes Mexiko, so weit vom Himmel entfernt und so nah an den Vereinigten Staaten von Amerika. Heute könnte man sagen, armes Amerika, so nah an Mexiko dran. Warum gehen wir unvermittelt vom Rio Grande und den Zwillingsstädten El Paso, Ciudad Juárez, auf diesen ehrwürdigen Herrschaftssitz am Bosporus über, auf Byzanz, auf Konstantinopel, auf Istanbul, wie es heute heißt? Es lässt sich eine Parallelität konstruieren zwischen der Überfremdung, der die USA durch die Massenwanderung der Lateinamerikaner ausgesetzt sind, und dem schier unaufhaltsamen Zudrang der anatolischen, orientalischen und maghrebinischen Migranten, der sich über Europa ergießt. Nicht der Terrorismus, so könnte man im Getümmel des Fanar-Viertels von Istanbul
und am Goldenen Horn behaupten, sei die wirkliche Herausforderung der traditionellen Industrienationen der nördlichen Hemisphäre, der weißen Menschheit, wie man einst zu sagen pflegte, sondern die Demografie. Die Überschwemmung durch ganze Heerscharen von Angehörigen einer fremden Kultur, die im Islam wurzelt. Ein wesentlicher Unterschied besteht immerhin zwischen Amerika und Europa. Die Immigranten, die aus Mexiko in die USA eindringen, reden zwar eine andere Sprache und verfügen über eine ganz andere geschichtliche Identität. Aber sie sind mit der nordamerikanischen Bevölkerung zumindest durch das Bekenntnis zum Christentum verbunden. Diese religiöse Gemeinsamkeit gewinnt zusehends an Gewicht. Diesseits des Atlantiks hingegen, auf dem Balkan und in den zahlenstarken muslimischen Gemeinden Mittel- und Westeuropas, stößt der Eifer des im Aufbruch befindlichen Islam auf die religiöse Passivität, auf die Erschlaffung, ja die Glaubensabkehr der alteingesessenen christlichen Konfessionen. Der klügste Analytiker der USA, der Franzose Alexis de Tocqueville, hatte schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts festgestellt, dass die religiösen Völker von Natur aus stark, wo die agnostischen Demokratien schwach sind. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt an und weinte über sie und sprach: Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zu deinem Frieden dient, heißt es im Matthäusevangelium. Frieden hat die heilige Stadt Jerusalem nie gefunden. Kaum ein Ort wurde so oft erobert, zerstört, wieder aufgebaut. Und heute ist Jerusalem immer noch ein entscheidender Faktor in einer Welt, in der die Fundamentalisten aller Religionen auf dem Vormarsch sind. Wer nach den Wurzeln des Fundamentalismus sucht, der muss nach Jerusalem gehen. Hier auf dem Tempelberg prallen alle großen monotheistischen Weltreligionen aufeinander. Judentum, Christentum, Islam. Und die sind ja auch sich zutiefst ähnlich untereinander. Das schafft natürlich Probleme zunächst einmal. Wir haben jetzt einen großen Schwung vollzogen von Texas nach Jerusalem, also von den amerikanischen Protestanten, den Evangelikalen, wie man heute sagt, die in der Erwartung des jüngsten Gerichtes, die Rückkehr des Messias, der Schaffung des Gottesreiches leben und das beschleunigen möchten, und der Gründung des Judenstaates. Ursprünglich waren diese amerikanischen Protestanten und Fundamentalisten ja nicht nur gegen die Schwarzen eingestellt und haben sie verfolgt, sondern sie waren auch gegen die Katholiken, die Papisten und sie waren Antisemiten. Das hat aufgehört, denn für sie ist eben der Staat Israel die Voraussetzung einer quasi göttlichen Erlösung. Dass dann der Messias durch das verschlossene Tor hier in der Mauer von Jerusalem hervortreten wird, dass der dann Jesus Christus sein wird, das ist natürlich den Juden wohl bewusst und ist natürlich eine Spannung, über die man heute nicht redet. Im Frühjahr 1991 feierte der Vater des jetzigen Präsidenten der USA seinen triumphalen Sieg über Saddam Hussein. In jener Stunde, als Amerika dem Diktator von Bagdad das eroberte Scheichtum Kuwait wieder entriss, kam sogar die Hoffnung auf, dass im Zeichen einer weltweiten Pax Americana auch im Heiligen Land endlich eine für Israeli und Palästinenser halbwegs akzeptable Lösung zustande käme. Die Chance wurde schnell verspielt. Die Wende in Amerika dahin, dass ein Drittel der Wählerschaft nun den Evangelikalen zuneigt, ist darauf zurückzuführen, dass nach dem geradezu göttlichen Sieg über das Reich des Bösen, über den Kommunismus, dann auch den Sieg, den ersten Sieg im Golfkrieg von dem Vater Bush, das Gefühl aufgekommen ist, der Manifest Destiny, des wirklichen göttlichen Segens, der auf Amerika ruht. Und das hat natürlich dann die Spannungen zur arabischen Welt, die bereits existierten, außerordentlich verschärft. Ja, denn das ist Fundamentalismus in Reinstkultur. Bis zum jüngsten Tag wird diese Allianz zwischen Amerika und Israel bestehen. Das ist natürlich eine große Gefahr, wenn man den Islam auf der anderen Seite sieht, nicht? Auch ja, für das Weltgefüge. Ja, und trifft eben auch auf vergleichbare Vorstellungen im islamischen Raum, nicht? Wo ja der Tag des Gerichts, Yawm al-Din, ein ganz
entscheidender Bestandteil des Glaubens ist. Dennoch sollte man nicht dem Irrtum verfallen, das Aufkommen des militanten Islamismus sei eine unmittelbare Folge der Schaffung des Judenstaates. Die Proklamation Israels löste in der arabischen Welt zunächst eine nationalistische Reaktion aus. Man träumte zwischen Marokko und dem Persischen Golf von einer großen arabischen Umma. Als deren Führer profilierte sich spätestens nach der Nationalisierung des Suezkanals der ägyptische Oberst Gamal Abdel Nasser, der die Macht im Niltal an sich gerissen hatte. Wir sind hier in biblischen Gefilden. Am See Genezareth hat Jesus seine Jünger rekrutiert aus den Fischern. Am See, hier hat die wundersame Brotvermehrung stattgefunden und hier lief er schließlich auch übers Wasser. Das muss sie doch ziemlich bewegt haben, als sie diesen See zum ersten Mal sahen, von den Golanhöhen dort oben aus. Ja, aber es war leider nicht die Thematik dieser Tage. Und der Niedergang des Christentums im ganzen Orient ist ein ganz trauriges Kapitel und wird jetzt noch verschärft, nicht wahr, durch die jetzigen Ereignisse. Er war besser geschützt in der Vergangenheit als heute. Was mich damals berührt hatte, vor 1951, mit den syrischen Offizieren, dort stand ich, die Höhen waren ja damals noch syrisch, ich war diese Wut, Verzweiflung, die gepackt hatte, dass diese ganze arabische Nation, nämlich auch die Jordanier waren ja geschlagen, die Ägypter vor allem waren ja auch geschlagen worden durch die kleine Miliz, die Israel aufgestellt hatte, die Haganah. Und dann eben der Wunsch, als arabische Nation diesem winzigen Staat entgegentreten zu wollen. Also ein Einheitswille unter den Arabern, eine nationalistische Welle, die durchaus europäisch war. Nämlich der Begriff der Nation ist ein unislamischer Begriff. Es gibt nur eine Gemeinschaft, es ist die Umma, das ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Das war eine Utopie, aber so ist es nun einmal. Und dann kam eben auch sehr bald sozialistisches Gedankengut dazu, denn diese Staaten sind ja dann eine Verbindung zur Sowjetunion auch eingegangen. Und die, was so zu der Brüderlichkeit, die auch den Islam ausmacht, ganz Islam gut passt. Der Islam ist eine durchaus egalitäre Religion. Der Islam hat keinen Adel. Ja. Der sunnitische Islam hat auch keinen Klerus. Also es ist ein durchaus für die damalige Zeit eine absolut egalitäre Religion. Und das, aber das schwebte ihnen damals noch nicht so vor. Damals war das europäische Modell noch das ausschlaggebende. Der Satz von Atatürk aus den 20er Jahren, es gibt nur eine Zivilisation, und zwar die europäische. Man muss sich heute mal vorstellen, was seitdem passiert ist. Heute würde man vielleicht sagen, die amerikanische, aber ganz bestimmt nicht mehr die europäische. Und die Folge dieser Niederlage von 48 war zunächst einmal am deutlichsten in Ägypten zu spüren, wo der König durch einen Offizierscoup verjagt wurde, hingerichtet hat man damals noch nicht, und Gamal Abdel Nasser hat übernommen. Die Begeisterung für den Rais Gamal Abdel Nasser löste in den frühen 60er Jahren einen unvorstellbaren Jubel aus. Nasser wollte eine moderne arabische Republik. Als Washington, wo man damals schon jede Form von Neutralismus verwarf und eine strikte Ausrichtung auf die eigenen Orientpläne forderte, Wirtschaftssanktionen über Ägypten verhängte und jede Beihilfe beim Bau des Aswan-Staudamms verweigerte, kam es zum offenen Bruch. Die Sowjetunion sprang in die Bresche und wurde zum Alliierten Nassers. Herr Präsident, es ist im Ausland behauptet worden, dass Sie unter schwerem Druck des Ostblocks stehen und dass die Folge daraus die Einladung an Ulbricht sei. Ich will Ihnen eines sagen. Wir lassen uns von niemandem unter Druck setzen, weder von der Sowjetunion noch von den Vereinigten Staaten noch von irgendjemand anderem. Und ich sage Ihnen noch etwas. Die Sowjets haben in keiner Weise etwas erwähnt, weder den Besuch von Herrn Ulbricht noch die Anerkennung Ostdeutschlands. Unterdessen bereitete sich der ägyptische Staatschef auf die entscheidende Schlacht gegen Israel vor. Gemeinsam mit Syrien, Jordanien und dem Irak ließ er seine Truppen an den Grenzen des Judenstaates aufmarschieren. Natürlich offenbarte sich auch religiöses Engagement, wenn die ägyptischen Soldaten mit dem Ruf Allahu Akbar vor dem Rais defilierten. Er war der populärste Mann in der ganzen arabischen Welt, vom Persischen Golf bis nach Marokko rüber. Und es hat eine Weile gedauert, nicht? Ja, diese Hinwendung zum Nationalismus
und auch zum Sozialismus. Hier in Syrien, das ist der letzte Staat, wo noch eine Partei herrscht, die sich arabische Partei der Wiedergeburt und des Sozialismus bezeichnet. Aber das ist eine Ausnahme. Ansonsten hat eine Hinwendung stattgefunden, die ungeheuer folgenreich war. Das war 1967, als die Vereinten Arabischen Armeen wieder gegen Israel vorgegangen sind und in einem Sechstagekrieg auf entsetzliche Weise besiegt worden sind, auf schamvollste Weise besiegt worden sind. Das war der Impuls zu einer Hinwendung zur Religion. Da hat das angefangen. Genau das. Nicht? Weil Nasser war ein guter Moslem, obwohl er wollte keine Extremisten haben. Er hat die Moslembrüder einsperren lassen. Und dann kam einfach die Parole auf, die Größe der Araber im Militärischen, im Kulturellen, das war nicht zur Zeit, als wir den Westen nachgeäfft haben, sondern als wir den Islam praktizierten. Das war dann die Formel, al-Islam huwa al-Hal. Der Islam ist die Lösung. Und er ist nun auf die verschiedenartigste Weise seitdem praktiziert worden. Aber er ist die Grundtendenz geblieben und die Regierenden in arabischen Ländern haben sich dem noch nicht angepasst. Aber die Volksmassen stehen heute in einer Opposition zu den Regierenden. Und das ist im Grunde eine Situation, die auf die Dauer explosiv wird. Der wirkliche große Künder der islamischen Revolution war Ruhollah Khomeini. Als dieser persische Ayatollah nach langjährigem Exil in Teheran landete, war Schah Mohammad Reza Pahlavi bereits außer Landes geflohen. Die verzückten Massen warteten auf einen Erlöser. Ayatollah Khomeini proklamierte den schiitischen Gottesstaat. In seiner mystischen Vorstellung waren alle anderen Potentaten der diversen islamischen Staaten nur gefügige Vasallen des amerikanischen Imperialismus, des großen Satans. Die streng religiöse Verfassung, die Khomeini im Auftrag des verborgenen Imam al-Mahdi, der Messiasgestalt der Schiiten, seiner Islamischen Republik verordnete, wühlte die weltweite Gemeinde der Korangläubigen zutiefst auf. Zu ihrer Vorrangstellung hat den persischen Mullahs paradoxerweise jedoch erst der heutige US-Präsident George W. Bush verholfen. Im Jahr 2003 hat er mit seiner Kriegsoperation Iraqi Freedom das Zweistromland ins Chaos gestürzt. Der im Irak lebenden Bevölkerungsmehrheit der Schiiten, die bislang von der sunnitischen Minderheit unterjocht wurde, verschaffte er ungewollt den entscheidenden politischen Einfluss zwischen Bagdad und Basra. Die schiitische Dynamik greift inzwischen weit nach Westen aus. Unmittelbar an der Nordgrenze Israels befindet sich im Libanon eine beachtliche Konzentration islamischer Gotteskrieger, die auf den Ayatollah Khomeini und dessen Nachfolger Ali Khamenei eingeschworen sind. Zweimal in den Jahren 2000 und 2006 ist die bislang unbezwingbare Armee Israels zum Rückzug aus den eroberten Stellungen im Südlibanon gezwungen worden. So erklärt sich die Frontstellung Jerusalems gegen den Iran. Denn hier in Galiläa erweist sich Israel als extrem verwundbar, seit die Katyusha-Raketen der schiitischen Partei Gottes, der Hisbollah, in den jüdischen Dörfern und sogar in Haifa einschlugen. Hier vorne siehst du die Hisbollah-Fahnen noch hängen. Und gleich darüber dann die libanesische auch noch. Betula ist die nördlichste Stadt Israels, an der Grenze zum Libanon. Hier hat es immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen gegeben, auch letztes Jahr. Aber es ist vor allem fast eine Front mit dem Iran, denn da drüben regiert die Hisbollah, die George W. Bush übrigens in einer Pressekonferenz in Crawford als islamische Faschisten bezeichnet hat, weil sie vom Iran auch finanziert werden. Ne? Ja, und die Situation ist insofern etwas absurd.
weil die Perser ja rein historisch gesehen die Freunde der Juden waren. Ein persischer Großkönig hat die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft befreit. Und bei diesem ungeheuer geschichtsbewussten, bibelbewussten Volk hat es eine Rolle gespielt. Und zur Zeit des Schah erinnere ich mich, da war noch eine enge Zusammenarbeit zwischen Israel und Iran, auch wenn keine offiziellen Beziehungen bestanden. Und hier der Libanon war im Süden schon immer von Schiiten bevölkert, aber die waren nicht anti-israelisch besonders. Die hatten ihre Schwierigkeiten mit den Palästinensern, der PLO, den Palästinensern Arafat, die sich dort aufgeführt haben, wie in einem besetzten Land und zutiefst verhasst waren. Das hat sich erst geändert, als 1982 Sharon seine Offensive bis nach Beirut vorgetragen hat, durch den Libanon hindurch. Er hat die Palästinenser damit praktisch ausgeschaltet. Aber hat eine neue, viel gefährlichere Gefahr hochgebracht, nämlich die organisierte schiitische Miliz Hisbollah, die Partei Gottes. Im asymmetrischen Krieg haben sich die Partisanen der libanesischen Hisbollah als absolute Meister erwiesen. Mit ihren perfektionierten Sprengstoffgeräten, denen kein Panzer widersteht, sind sie zum Inbegriff neuer islamischer Kampfkraft geworden, wie sie nirgendwo sonst existiert. Die Ausbildung der Hisbollah zu dieser kampfkräftigen Truppe, und das ist natürlich auch ein Aspekt, der interessant ist für eine eventuelle Auseinandersetzung mit Iran, ist, dass die iranischen Revolutionswächter diese Truppe zu dieser ungewöhnlichen Qualität als Partisanentruppe hochgezüchtet haben. Da findet eine historische Revanche statt, dass einfach das Schiitentum beweist, dass es der kämpferische Zweig des Islam ist. So kämpferisch, dass auch die Atombombe als Möglichkeit nicht ausgeschlossen wird. Wenn Iran einmal die Atombombe hat, wird es nicht Tel Aviv bombardieren. Das ist völlig, auch schon gar nicht Amerika. Denn in dem Moment wäre Amerika und auch Israel mit dem viel stärkeren Atompotenzial in der Lage, den ganzen Iran auszulöschen, wegzurasieren. Insofern ist das wirklich eine propagandistische Behauptung, die unhaltbar ist, auch eine strategisch völlig falsche Sicht der Dinge. Die Atombombe des Iran soll eine Waffe der Abschreckung sein. Immer wieder stoßen wir im Orient auf die Ruinen der gewaltigen Festungen, die die abendländischen Kreuzritter im Mittelalter hinterlassen haben. Die Burg Nimrud auf den Golanhöhen wurde den Christen erst durch den Mameluken Sultan Baybars entrissen. Vorübergehend hatten sich hier auch islamische Fanatiker, der finstere Kriegerorden der Assassinen, eingenistet, die im Namen ihrer schiitischen Frömmigkeit den ganzen Orient terrorisierten. Wir sind gar nicht so weit von diesem Gedanken der Selbstmordattentäter, der gewalttätigen politischen Verbrechen entfernt an diesem Platz. Denn hier gab es mal Schiiten, die genau das taten. Genau, es waren also 7 Schiiten. Ich will da nicht in die theologischen Details hineingehen, das waren Ismailiten. Aber sie waren natürlich von einem ungeheuren religiösen Fanatismus beseelt. Sheikh al-Jebel, der Alte vom Berg, wie man ihn nannte, der saß hier nebenan in Ansaria in Südsyrien und schickte seine Jünger, seine Selbstmordattentäter aus. Und das eben erinnert sehr stark an heute, nicht? Seit den Haschischin, wie man sie nennt, die Assassinen. Entweder kommt das Wort von Haschisch, was sie einnahmen, um sich in Trance zu versetzen, oder aber es ist dann übernommen worden von den Kreuzrittern, es ist auch das Wort Assassin im Französischen geworden. Also Mörder. Mörder, genau. Die sind dann erloschen unter dem Mongolensturm. Das ist erst wieder auferlebt. Im Grunde war das in Beirut, dieses Attentat war wohl der erste Anfang wieder dieser Selbstmordserie. Und das hat jetzt auf den ganzen Orient übergegriffen und es stellt sich eine seltsame Wehrlosigkeit der konventionellen Armeen, welche Art auch immer, ob es Amerikaner, Israeli, Franzosen, Engländer auch sind, gegenüber diesen Assassinen von heute. Und es gab damals einen Spruch, einen Gesang der Haschischin. Die sagten, ein einzelner Kämpfer, Gotteskämpfer zu Fuß mit einem Dolch ist mächtiger, vor denen zittert der Sultan. Nämlich es richtete sich ja gegen die fehlgeleiteten muslimischen Herrscher mehr noch als gegen die Christen. Ein einziger Gotteskrieger zu Fuß ist mächtiger als der Sultan mit 10.000 schwer gepanzerten Reitern. Das ist ein bisschen die Situation von heute.
Die Bomben der Selbstmordattentäter explodieren heute in Palästina, im Libanon, im Irak, in Afghanistan und auch schon in Pakistan. Ein religiöser Wahn hat sich des extremistischen Flügels der islamischen Gotteskriege bemächtigt. Begonnen hatte diese suizidäre Kriegführung im Jahr 1983 im Libanon, als schiitische Desperados die Militärunterkünfte von Amerikanern und Franzosen in Beirut unter Aufopferung des eigenen Lebens sprengten. Den Anstifter dieses Massakers, Hussein Moussaoui, hatte ich ein Jahr zuvor noch in der libanesischen Ortschaft Baalbek aufgesucht, ohne etwas von seinen Plänen zu ahnen. Aber seitdem haben diese blutigen Verzweiflungstaten von sunnitischen Extremisten längst auch auf Bagdad, Kabul und Islamabad übergegriffen. In Teheran des Präsidenten Ahmadinejad. Sie führen der Welt ihre Raketen vor, von denen der Westen befürchtet, dass sie eines Tages mit nuklearen Sprengköpfen bestückt würden. Im Libanon hat der höchste geistliche und politische Führer der dortigen Schiiten, Sheikh Nasrallah, seine Partei Gottes zu einer straff disziplinierten Phalanx ausgebaut. Dort entsinnt man sich der gebieterischen Losung des verstorbenen Ayatollah Khomeini. Der Weg nach Jerusalem führt über Bagdad. Das Hauptmerkmal der Gegenwart, wenn man das so zusammenfassen kann, ist doch tatsächlich diese enorme schiitische Front von Afghanistan bis zum Mittelmeer. Oder kann es werden? Ja, wir müssen eines nicht vergessen. Die Schiiten machen in der gesamten islamischen Welt, in der Umma, höchstens 15% aus. Aber in diesem Raum, nicht zwischen Afghanistan und Mittelmeer, da sind sie die Mehrheit, da sind sie auch die dynamischsten. Und das ist ein strategisch entscheidender Raum. Das ist absolut nicht wahr. Und es ist praktisch jetzt, baut der Irak, wenn man die syrische Wüste weglässt, die Brücke vom Iran zum Mittelmeer. Nämlich hier sitzt ja die Hisbollah, die schiitisch ist und wie schiitisch ist. Und das ist, sagen wir, eine der großen Fragen der Zukunft, mit der der Westen überhaupt nicht fertig wird, mit der der Westen sich auch gar nicht ernsthaft beschäftigt. Nicht? Man muss ja irgendwie die Wahl treffen zwischen Sunniten und Schiiten, auch wenn die Saudis die großen Erdölvorkommen haben. Es gibt ein anderes Phänomen, das ist nur eine Frage der Zeit, bis die jetzigen Regime in der arabisch-sunnitischen Welt durch irgendeine Volksbewegung, dann auch ein Offiziersputsch, mal weggefegt werden. Und das, was wir den islamischen Terrorismus nennen, der wird sich natürlich steigern und der kann manches Gebäude hier ins Wanken bringen. In dem Städtchen Baalbek, einer Hochburg der schiitischen Hisbollah des Libanon, hat das römische Weltreich seine eindrucksvollsten, herrlichen Ruinen hinterlassen. Die Säulen von Baalbek ragen in den Himmel des Orients wie eine Mahnung an alle fremden Invasoren. Sie verweisen heute auch das imperiale Amerika auf die zwangsläufige Vergänglichkeit menschlicher Anmaßung. Auch morgen geht es um das Spiel der Mächte. Sie haben ja immer das Gefühl gehabt, dass Sie das Zentrum der Welt sind. Welche Rolle hat China? Welche hat Russland? Welches System wird stärker sein? Das entscheidet die Geschichte. Neue Achsen der Macht entstehen. Zwischen den Fronten. Mit Peter 2008 eine Welt im Umbruch. Amerika wird einen neuen Präsidenten haben, ebenso wie Russland. Und China präsentiert sich der Welt bei den Olympischen Spielen in Peking. Überall gibt es schicksalhafte Kräfteverschiebungen. Seit dem Fall des Kommunismus ist eine festgefügte Weltordnung durcheinandergeraten. Ganze Imperien blühen auf, andere zerfallen. Der Einfluss der Religionen wird überall auf der Welt stärker und mit ihm die Fundamentalisten. Unter diesen Vorzeichen entstehen neue Achsen der Macht auf dem Planeten. Wie könnten sie aussehen? Welche Chancen und Gefahren ergeben sich? Wir sind mit Peter Scholler-Thur an jenen Brennpunkten gewesen, von denen er seit über einem halben Jahrhundert berichtet.
Chinas Kaiser schotteten ihr Land einst von der Welt ab. Der kommunistische Staatsgründer Mao Zedong zerstörte die Kultur, aber er verkündete auch, China ist aufgestanden. Inzwischen ist das Milliardenvolk auf der Überholspur. Das Land ist schon jetzt drittstärkste Wirtschaftsnation der Welt hinter den USA und Japan. Deutschland wurde überholt. Was kann erfolgreicher sein als ein System, das den Turbokapitalismus mit den Mitteln einer Diktatur steuert? Eine Generation noch, dann könnte China die USA als erste Weltmacht abgelöst haben. Die Olympischen Spiele will China als Fest der weltweiten Brüderlichkeit feiern. Das Regime mit seiner Alleinherrschaft der Kommunistischen Partei erhofft sich eine Steigerung seines Ansehens in der Welt. In mancher Hinsicht hat sich China seit Maos Zeiten aber kaum verändert. 70 von 100 Chinesen leben noch immer auf dem Land und sie sind arm. Nur Hungersnöte gibt es nicht mehr. Das China des Jahres 2008, voller Widersprüche und Aufbrüche. Dieser Himmelstempel war für die Chinesen eigentlich immer das Zentrum der Erde, das Zentrum der Welt. Damit ist natürlich auch ein ungeheurer Machtanspruch verknüpft. Und jetzt sind sie dabei, mit aller Konsequenz diesen Machtanspruch umzusetzen. Wird das gut gehen? Oder welche Hürden sehen Sie auf diesem Weg, die Welt auch wirklich zu beherrschen? Ja, Sie haben ja immer das Gefühl gehabt, dass Sie das Zentrum der Welt sind. China heißt auf Chinesisch, ist das Reich der Mitte. Ja. Und selbst in der Zeit der Erniedrigung, also im 19. Jahrhundert, glaube ich, jeder Rikscha-Kuli sich als etwas Besseres empfunden als die Barbaren, die ihn gerade beherrschen. Nämlich barbarische Herrscher hatten in China ja aufgegeben unter Mongolen oder Manchu. Und die jetzige Situation kennzeichnet sich dadurch, dass China auf einmal eine reale Macht wiedergewonnen hat. Aber das ist ja nicht selbstverständlich gekommen. Ich habe meine erste Begegnung mit chinesischen Truppen im Jahr 1946 gehabt, im Norden von Indochina. Und das waren diese Kuomintang-Haufen noch, also die Nationalarmee von Chiang Kai-shek. Und die dann vor dieser lächerlich kleinen französischen Truppe auch zurückgewichen sind, auch weil sie gebraucht wurden, denn die Kommunisten waren ja dabei, die Macht zu ergreifen in China. In Zukunft wird man vielleicht die Machtergreifung Mao Zedongs in China, die Hinwendung des Reiches der Mitte zu einer eigenen Form des Kommunismus, als das bedeutendste Ereignis des vergangenen Jahrhunderts bewerten. Eine unglaubliche gesellschaftliche Umkrempelung begann. Sie wurde unter der Devise „dem Volke dienen“ mit extremer Brutalität durchgeführt. Mao Zedong hat bei seiner Neugestaltung Chinas grauenhafte Fehler begangen. So wollte er eine überstürzte Industrialisierung von der Basis aus verwirklichen. Die Landarbeiterräte einzuschmelzen und damit die Stahlerzeugung Chinas auf hohen Stand zu bringen. Das Experiment des großen Sprungs nach vorn scheiterte kläglich. Die Bauern wurden das Opfer einer fürchterlichen Hungersnot. 20 Millionen Menschen sollen dabei zugrunde gegangen sein. Das Politbüro in Peking hatte den großen Steuermann infolge dieser schrecklichen Fehlleistung weitgehend entmachtet. Aber der Rote Kaiser wusste sich zu wehren. Er wandte sich an die aufsässige Jugend Chinas und proklamierte die proletarische Kulturrevolution. Die Brigaden der jungen Rotgardisten traten zum erbarmungslosen Kampf gegen die Veteranen der Kommunistischen Partei an. Bombardiert das Hauptquartier, lautete die offizielle Losung. Dieser Sturm der Zerstörung hatte China an den Rand der Anarchie gedrängt. Dennoch ließ sich Mao Zedong weiterhin bis in die unteren Schulklassen als genialer, unfehlbarer Führer preisen. In diesem Club mitten in der Altstadt von Peking spürt man noch diesen ungeheuren Personenkult, der unter dem großen Vorsitzenden Mao Zedong herrschte und der eigentlich auf seinem Höhepunkt war, als Sie 1972 zum ersten Mal nach Peking kamen. Ja, das war schon ein Götzenkult gewesen und sagen wir, für einen westlichen Beobachter zutiefst schockierend. Er entsprach auch nicht dem früheren Kaiserkult. Der Kaiser war
sagen wir da, um die Harmonie zwischen Himmel und Erde zu realisieren. Aber Mao Zedong war kein Mann, der die Harmonie suchte, sondern den Bruch mit der Vergangenheit. Aber um das Phänomen zu begreifen, würde ich ganz gerne ein Gedicht zitieren, das Guo Moruo gemacht hat. Das ist ein großer Intellektueller Chinas. Das war nicht unmittelbar auf Mao Zedong bezogen, aber es entsprach der Mentalität. Guo Moruo, der immerhin in Deutschland auch studiert hatte und Goethe übersetzt hat, den Faust übersetzt hat, schrieb, also ich lese es gerade ab, ich bin ein Götzenanbeter. Ich bete die schöpferische Gewalt an. Ich verehre Bomben, Trauer, Zerstörung. Ich verehre die Bilderstürmer. Ich bete mich selbst an, denn ein Bilderstürmer bin ich ja auch. Ich glaube, das erklärt im Grunde die Mentalität Mao Zedong sehr, sehr gut. Und dann kam also allmählich eine gewisse Beruhigung wieder ins Land rein. Nicht die Kulturrevolution wäre ja beinahe ein Bürgerkrieg ausgeartet. Es sind 5 Millionen Menschen immerhin in dieser Zeit damals umgekommen. Und am Ende ist dann die Volksbefreiungsarmee eingesetzt worden gegen die Rotgardisten, um wieder Ruhe zu schaffen. Und ich habe eine Erinnerung auch noch an das Ende der Mao-Ära, die sehr beeindruckend war. Nämlich, er lag im Sterben, man wusste es. Ich war gerade mit der Bahn von Hanoi nach Peking gefahren und es lag eine schwere Last auf der ganzen Bevölkerung, ein sterbender Kaiser. Und das Zeichen, dass er den Auftrag des Himmels verloren hatte, wurde dadurch deutlich, dass Peking auf einmal von Erdbeben geschüttet war. Dass die großen Kohlengruben im Nordosten zusammenbrachen, das schwarzes Wasser aus dem Boden kam. Es war wirklich das Zeichen, dass das Ende des Kaisers gekommen war. Und wenn man nun an diese Zeit zurückdenkt, die ja doch eine Zeit für viele, gerade für die Intellektuellen, eine Zeit des Horrors gewesen ist, wundert es eben sehr, wenn man heute fragt, was haltet ihr denn von Mao Zedong? Dass man allgemein hört, 70% war gut, 30% war schlecht. Also die Vergleiche, die mit Stalin oder Hitler angestellt wurden, treffen hier überhaupt nicht zu. Er hat immerhin einen großen Durchbruch gebracht. Und ich stelle mich da natürlich im Gegensatz zu den weit verbreiteten Meinungen in Europa. Aber ich glaube, ein solcher Durchbruch ist für dieses uralte Land einfach notwendig gewesen. Die Soldaten der Volksbefreiungsarmee ahmten bei ihren kollektiven Schwimmübungen den großen Steuermann Mao bei dessen Bad im Yangtze nach. Aber die Armee brachte auch die entfesselten Rotgardisten zur Raison. Noch galt für die Bevölkerung Chinas die Vorschrift, die Mao-Tracht zu tragen. Aber für diese blauen Ameisen begann schon bald nach dem Tod des roten Tyrannen die Phase der 4 Modernisierungen. Dann kam eine große Kehrtwende. Deng Xiaoping hasste den Personenkult, er machte Schluss damit und er machte auch Schluss mit dem totalitären Kollektivismus, wie ihn Mao haben wollte. Und er war es, der dann den Weg frei machte in eine Wirtschaftsordnung, die absolut kapitalistisch war und eigentlich vor allem auf Export beruhte. Ja, nicht unter Mao Zedong wollte China im Grunde autark sein. Es hatte sich nach außen abgekapselt, aber es war auch das Prinzip, und das ist, sagen wir, natürlich ein Vorbild für alle Länder der Dritten Welt, das Prinzip aus eigener Kraft, sich nicht auf irgendwelche Hilfen von außen verlassen, sondern aus eigener Kraft etwas zu verwirklichen. Das ist zum Teil gelungen, aber Deng Xiaoping ist natürlich das große Glück Chinas hinterher gewesen. Der Mann, der gesagt hat, mir ist egal, ob eine Katze schwarz oder weiß ist, Hauptsache sie fängt Mäuse. Hat in China nach Mao Zedongs Tod unter Anleitung der Kommunistischen Einheitspartei eine Rückwendung zur altangestammten Sittenlehre des Meister Kong stattgefunden, den man im Westen Konfuzius nennt? Jedenfalls ist Shufu, Geburtsort und Grab dieses weisen und gemäßigten Lehrers, wieder zur staatlich geförderten Pilgerstätte geworden. Die idyllischen Anlagen und die Ruhe, die hier herrscht, kontrastieren mit der aufgeregten Hektik der Rotgardisten der Kulturrevolution, die unter ihrem absurden Kampfruf Pilin Pikong die Weihe des Konfuzius-Tempels und den Altar des Meisters zerstörten. Vor 2500 Jahren hat Konfuzius hier gelebt und seine Ideen haben alle Regierungsformen in China überdauert. Das Kaiserreich,
Mao, den Kommunismus. Und jetzt scheint er wieder ganz aktuell zu sein in diesem totalen Kapitalismus unter einer Diktatur. Liegt das daran, dass seine Ideen, sein Regelwerk im Grunde so einfach ist, dass man es immer anwenden kann? Ja, ich glaube, es kommt auch auf die Interpretation an, nicht? Die gesellschaftlichen Strukturen haben sich verändert, nicht? Das Landvolk, das ja bei Konfuzius die Priorität hatte, schrumpft dahin, das sind die armen Leute von heute. Und die Position der Frau, das muss man bei Mao Zedong und vor allem seiner Frau Jiang Qing zugutehalten, nicht? Die ist gewaltig emanzipiert worden. Da hat sich also wirklich eines verändert. Es bleibt aber, sagen wir, zwischen Konfuzianismus und Maoismus eine Gemeinsamkeit bestehen. Das ist der Spruch von Konfuzius. Es bedarf der großen Männer und der großen Vorbilder, damit das Volk in Tugend und in Wohlstand lebt. Dem hat Amerika nicht viel entgegenzusetzen, zumindest im Augenblick nicht. Das ist der Eindruck, der entsteht. Der Konfuzianismus wird im Moment auch von der jetzigen Regierung hochgespielt, weil man dem demokratischen Modell des Westens eine ostasiatische eigene Formel entgegensetzen will. Der Ideenstreit, der in der Demokratie enthalten ist, entspricht überhaupt nicht der Vorstellung der Harmonie, die in den Chinesen seit den Zeiten des Konfuzius zutiefst drinsteckt. Welches System wird stärker sein? Das entscheidet die Geschichte. Und die Demokratie hat in manchen Punkten vielleicht ihren Höhepunkt überschritten. Wir sehen ja immer weniger Länder in der Welt, die sich auf das westliche System der Demokratie, das wir schätzen, was wir auch brauchen, was wir beibehalten wollen, aber die sich darauf ausrichten und in der Lage sind, überhaupt sich darauf auszurichten, ohne Schaden zu nehmen. Im Westen trauert man immer noch dem Studentenaufstand am Platz des Himmlischen Friedens von Peking nach, der im Frühjahr 1989 von der Volksbefreiungsarmee niedergeknüppelt und zusammengeschossen wurde. Im Rückblick stellt sich jedoch die Frage, ob China damals überhaupt vorbereitet war auf diese weiße Kulturrevolution, die ähnlich dem misslungenen Perestroika-Abenteuer Gorbatschows dem Reich der Mitte eine amerikanische Form der Demokratie und der Marktwirtschaft oktroyieren wollte. Die Kader der Kommunistischen Partei, geschart um Deng Xiaoping, haben sich diesem stürmischen Freiheitsverlangen resolut entgegengestellt. Sie reagierten gemäß der ererbten kaiserlichen Regierungsformel, man muss ein Huhn schlachten, um eine Horde Affen zu verscheuchen. Vom Tumult des Tiananmen-Aufruhrs distanzieren sich die heute wieder praktizierten Zeremonien des konfuzianischen Ahnenkults. Man muss die Riten befolgen, so hatte Meister Kong einst gelehrt. Wozu wären sie sonst da? Wo wird China sich auf dem Weg in die perfekte Harmonie, die angestrebt wird, was sehr tiefe Wurzeln hat, wo wird China sich Koalitionspartner für diesen Weg suchen auf diesem Planeten? Ja, da ist man absolut pragmatisch. Und das ist natürlich genau der Gegensatz zu dem Westen, der immer sagt, erstmal Demokratie einführen, was immer das bedeutet, nicht? Weil wenn in arabischen Ländern demokratisch gewählt wird, wie in Algerien, und die Islamisten kommen zur Macht, dann ist man froh, dass ein Militärputsch stattfindet und die Islamisten in einem ungeheuer grausamen Bürgerkrieg niedergeschlagen werden. Wenn in Palästina auf Wunsch des Westens gewählt wird und die Hamas wird gewählt, dann schreit man Ceta Mordier und versucht die Fatah-Bewegung, die ja die schwächere Bewegung ist, gegen die Hamas zu mobilisieren und zu bewaffnen. Und auch im Libanon, ich war diese demokratischen Kundgebung, der Libanon ist ja in Konfessionen geteilt, die Mehrheit des Libanon entspricht nicht den Kundgebungen, die bei den sogenannten Zedern-Revolutionen stattgefunden hat. Und im Grunde diese Bedingungen für die Länder, denen man helfen will, mit denen man sich verbinden will, die Demokratie zu akzeptieren, kommt einerseits ein bisschen einer Erpressung gleich. Und aus der Sicht der Länder, da muss ich immer in die Sicht des anderen Landes versetzen, kommt es einer Schwächung des Landes auch gleich. Nämlich dann kann man einwirken, dann hat man seine Leute, auf die man sich stützen kann. Und die chinesischen Kaiser haben so etwas früher schon mal praktiziert mit einer
Religion. Der Buddhismus, der existiert, eine Volksreligion ist, der also mit dem Konfuzianismus nichts zu tun hat. Konfuzianismus ist eine Sittenlehre, ist keine Religion. Aber der Buddhismus wurde benutzt, die Missionare des Buddhismus wird ausgeschickt zu diesen wilden Völkern der Steppe, die immer wieder in China eingefallen sind, die schon der erste Qin-Kaiser durch die Mauer abzuschirmen suchte. Und indem die Mongolen, Tibeter und andere zum Buddhismus, also zu einer Religion, ich würde nicht sagen der Frühzeitigkeit, aber der Passivität verurteilt worden sind. Eine Religion, die im Grunde ganz auf das Individuum, das Heil des Individuums konzentriert ist, hat man natürlich diese Länder, die ungeheuer kriegerisch waren, auf einmal zu passiven Völkern gemacht und die Gefahr aus der Steppe, das war der Albtraum. Noch bis zuletzt, nämlich die letzte Dynastie war ja eine Mandschu-Dynastie, die aus der nördlichen Steppe kam. Das ist natürlich damals schon eine Weitsicht der Kaiser gewesen, die man im Westen gar nicht wahrgenommen hat. Die Stadtmauern von Xi'an sind glücklicherweise vom Zerstörungswahn der Kulturrevolution verschont geblieben. Xi'an ist die Geburtsstätte des Reiches der Mitte. Etwa 200 Jahre vor unserer Zeitrechnung hatte hier der erste Qin-Kaiser ein umfassendes Imperium zusammengefügt und ihm seinen eigenen Namen verliehen. Dieser Herrscher, Qin Shi Huangdi, hat vergeblich versucht, die zu seiner Zeit bereits vorherrschende Lehre des Konfuzius auszulöschen. Mao Zedong konnte sich auf diesen fernen Vorläufer berufen, der mit seinen Legisten eine streng zentralistische Staatsordnung, eine überaus modern wirkende Despotie verordnete. Konfuzius hatte die Soldaten auf den untersten Rang der von ihm entworfenen Gesellschaftsgliederung verwiesen. Qin Shi Huangdi hingegen räumte der kriegerischen Expansion den Vorrang ein. Er begann sogar mit dem Bau der großen Mauer. Die Volksbefreiungsarmee von heute kann von der Heerschar der Tonkrieger, die das Grab des ersten Qin-Kaisers bewacht, eine Bestätigung ihres defensiven und notfalls offensiven Auftrags ableiten. Diese 7000 Krieger sind schon ein starkes Symbol für das Machtbewusstsein Chinas, nicht? Ja, und für die Kriege, die sie geführt haben. Ja, und für Mao Zedong war es natürlich wahrscheinlich eine besondere Gabe, dass unmittelbar vor seinem Tod das noch entdeckt worden ist. Und das gewissermaßen die kriegerische Tradition Chinas, die durch den Konfuzianismus, der pazifistisch war, zugedeckt war, dass die wieder zum Leben erweckt wurde. Und Mao Zedong war ja nicht nur Antikonfuzianer, er war ja auch für eine kriegerische China. Er hat eine Partisanentheorie entwickelt, die heute noch gültig ist. Und auf der Tradition von Mao Zedong hat auch die Volksbefreiungsarmee aufgebaut. Und diese Volksbefreiungsarmee hat in ihrer Existenz immerhin drei Kriege geführt. Ein Jahr nach der Gründung der Volksrepublik China hat diese Volksbefreiungsarmee bereits mit ihren menschlichen Massen die Amerikaner zurückgeworfen in Korea. Von der Grenze bis auf die heutige Demarkationslinie, was damals ungeheuerlich war. Mit reinen Massenverlust von 1 Million Menschen. Dann gab es einen zweiten Konflikt mit China. Die China hatten das leichtfertig provoziert, haben die Chinesen unterschätzt und wurden eingekreist im Himalaya. Wieder ein Sieg. Und dann hat die Führung, Mao Zedong war tot, im Jahre 1979 den sogenannten Bestrafungskrieg, den Grenzkrieg gegen Vietnam geführt, weil die Vietnamesen in Kambodscha eingedrungen waren. Und da glauben sie wieder, mit den Massen was erreichen zu können. Da auf einmal hatten sie einen Gegner, der dem gewappnet war. Und das gab Deng Xiaoping, der damals seine 4 Modernisierungen durchführte. Die 4. war die militärische, die war die schwierigste. Die konnte er dann gegenüber den alten Generalen, den Veteranen des Langen Marsches durchsetzen. Damit hat die Modernisierung der chinesischen Armee, der chinesischen Streitkräfte begonnen. Vergessen wir nicht den Winter 1969. Am Ussuri stießen die russischen Grenzschützer auf bewaffnete chinesische Rotgardisten. Es fanden verlustreiche Kämpfe statt. In Peking bereitete man sich auf das Schlimmste vor. Wir sind tief unter der Erde im Tunnelsystem der Pekinger U-Bahn, das in Wahrheit auch ein gigantischer Atombunker ist.
Genau so ist es. Während der Kulturrevolution hat Mao Zedong den Ausbau dieser U-Bahn und dieser Bunker geradezu forciert. Denn China stand damals am Rande eines Krieges mit der Sowjetunion. Ja. Die Kämpfe waren am Ussuri ja schon ausgebrochen zwischen den chinesischen Rotgardisten und zwischen Soldaten der Roten Armee. Und als Deutscher wurde man immer angesprochen darauf, dass wir doch einen gemeinsamen Gegner hätten, nämlich den Polarbären, den russischen Bären im Norden. Mao Zedong hätte damals, obwohl er erst 1974 seine erste Atombombe zündete, einen Atomkrieg durchaus in Kauf genommen. Er zählte darauf, dass er 1 Milliarde Menschen hätte. Einen Teil hätte er versucht, hier zu schützen, in diesen Bunkern. Und am Ende hätte er die Sowjetunion gewissermaßen überlebt. Das ist ein Beweis, sagen wir, für die Klugheit der heutigen chinesischen Diplomatie und Strategie, dass sie die Beziehung zu Russland völlig geglättet hat, dass sie sogar mit Russland gemeinsame Manöver durchführt, um nicht in einen Zwei-Fronten-Krieg verwickelt zu werden, denn die wirkliche Bedrohung ist ja weiterhin Amerika mit der offenen Taiwan-Frage. Und eines muss man da feststellen, eine Macht, die in Vietnam gescheitert ist, die wird nicht in der Lage sein, die Volksrepublik China in die Knie zu zwingen. Erstaunlich ist die strategische Annäherung, die unlängst zwischen Moskau und Peking stattgefunden hat. Sie äußert sich in gemeinsamen Manövern längs der Pazifikküste zwischen der Shandong-Halbinsel und Wladiwostok, aber auch südlich des Ural im Raum von Tscheljabinsk im Rahmen der sogenannten Shanghai-Organisation. Angesichts einer ganzen Serie amerikanischer Einschüchterungen, die von den beiden asiatischen Kontinentalmächten als Provokation empfunden werden, haben Peking und Moskau eine Art Zweckallianz geschlossen. Sie wollen sich auf keinen Fall der Gefahr eines Zwei-Fronten-Konflikts aussetzen. Als Folge des eigenen diplomatischen Unvermögens hat Amerika heute das Nachsehen. Diese Flexibilität ist natürlich auch heute im Weltgefüge der Macht ungeheuer wertvoll. Ja, und welche Rolle wird China in diesem Gefüge spielen, Ihrer Meinung nach, in Zukunft? Wird, wie gesagt, außerordentlich geschmeidig, sehr asiatisch agieren. Sie können zurückgreifen auf die Theorien des Strategen Sun Tzu, der etwa 500 Jahre vor Christus gelebt hatte, aber der noch Napoleon inspiriert hat. Und sie werden niemals versuchen, wie es die Russen gemacht haben, damals mit den Amerikanern technisch gleichzuziehen. Diese Übertechnisierung der Amerikaner wird ihnen ja zum Verhängnis, wie man jetzt im Irak gesehen hat. Sondern sie werden sich natürlich auch auf die Verteidigung bzw. die Rückeroberung, wenn es notwendig würde, von Taiwan einrichten. Und es gibt bereits Studien in Amerika von der RAND Corporation, dass die Chinesen damit eventuell fertig werden könnte, indem sie diese Dinosaurier, die amerikanischen Flugzeugträger, doch außerordentlich schwächen und treffen können. Also Sie halten einen Konflikt in vielleicht fernerer Zukunft durchaus für möglich? Sie werden jedenfalls bei den Amerikanern immer den Eindruck erwecken, dass sie zum Konflikt bereit sind. Und sie werden auch ausreichend Interkontinentalraketen aufstellen, dass man den Amerikanern nie sicher ist, dass man vor dem Atomschlag gefeit ist. Das ist die Voraussetzung des nuklearen Pakts und der Unverwundbarkeit Chinas. Und wo bleibt Russland? Welche Rolle wird es haben im Spiel der Mächte? Wie lange wird es sich die Demütigung noch bieten lassen, die das Land durch die ständige Ausweitung der NATO nach Osten erfährt? Die Führung in Moskau setzt auf eine Ausrichtung nach Westen, wobei man heute eher an Amerika als an Europa denkt. Aber 2/3 des russischen Territoriums liegen in Asien. Und von der Dynamik dieses Kontinents, vor allem Chinas, will auch Russland profitieren. In Russland leben knapp 150 Millionen Menschen, in China fast 10-mal so viel. Im letzten Jahr wurden im Handel zwischen Russland und China mehr als 40 Milliarden Dollar umgesetzt. Und je näher die Mächte des Westens rücken, desto stärker könnte Russland von dem asiatischen Teil seiner Identität eingeholt werden, der tiefe Wurzeln in der Geschichte hat.
Iwan der Schreckliche hat diese Kirche, die Basilius-Kathedrale, errichtet zur Feier seines Sieges über die Tataren. Ja, und er fand dieses Zuckerbäckerwerk so schön, dass er den Architekten hat blenden lassen sofort, damit er gar nicht nochmal so was Schönes bauen kann. Napoleon war da so entsetzt über dieses barbarische Bauwerk, dass er sprengen lassen wollte. Hat es Gott sei Dank nicht getan. Aber jede Kuppel symbolisiert tatsächlich einen Sieg, wie man es so schrecklich über die Tataren. Und das ist eben seine große geschichtliche Rolle und seine doppelte Rolle, nicht? Denn er hat der Tatarenherrschaft über Russland, die eine mongolische Herrschaft war, also türkische Herrschaft, und gleichzeitig eine islamische Herrschaft, die 300 Jahre lang gedauert hat, hat er im Grunde durch die Eroberung von Kasan den Todesstoß versetzt. Und er hat einerseits natürlich dieses Tatarenjoch beendet, andererseits aber auch durch seine Siege, er hat ja auch Astrachan erobert, die Festung Sibirsk erobert, hat er, sagen wir, die Expansion Russlands nach Asien eingeleitet. Seit Iwan dem Schrecklichen ist Russland eben ein eurasiatischer Staat, der sich immer mehr ausgedehnt hat, bis weit nach Sibirien, bis zum Pazifik einerseits und dann eben auch von Astrachan aus im 19. Jahrhundert bis fast an die Grenze Indiens. Kasan an der mittleren Wolga ist die Hauptstadt der autonomen Republik Tatarstan, die ihrerseits Bestandteil der Russischen Föderation ist. Es ist bezeichnend für die neue Situation seit Auflösung der Sowjetunion, dass auch im Herzen Russlands der Islam wieder das Haupt erhebt. Dort, wo Iwan der Schreckliche seinen Sieg über die asiatischen Eroberer durch den Bau goldener Kirchenkuppeln der christlichen Orthodoxie bestätigte, ist heute eine bemerkenswerte Veränderung eingetreten. Hoch über dem Kreml von Kasan und dem byzantinischen Kreuz, das einst den Halbmond durchbohrte, erhebt sich der alles beherrschende Bau der Kul-Sharif-Moschee. Die Minaretts dieses islamischen Gebetshauses ragen hoch in den Himmel von Tatarstan. Das größte Handicap des heutigen Russlands, das unter Wladimir Putin wieder Weltgeltung gewonnen hat, ist die unzureichende Bevölkerungszahl zwischen Smolensk und Wladiwostok. Nur 142 Millionen Menschen besiedeln dieses riesige Gebiet, das bis zum Pazifik reicht. Darunter befinden sich annähernd 25 Millionen Muslime, die überwiegend turanischen Völkerschaften angehören. Zudem geht die europäisch-slawische Einwohnerzahl Russlands jedes Jahr um etwa 800.000 Menschen zurück, während hohe Geburtenzahlen bei den Korangläubigen die Regel sind. Vor genau 50 Jahren waren Sie das erste Mal hier an diesem Platz, in Moskau, in Russland, und haben die asiatische Dimension dieses Landes auch gleich erfahren. Das war mein großer Vorteil, mein großes Glück. Ich habe nämlich wieder Wachten damals ein Visum bekommen für die Sowjetrepublik Usbekistan. Und zwar für Taschkent und Samarkand, also die beiden großen Plätze der früheren islamischen Präsenz, auch Samarkand vor allem. Und bin dorthin gereist und habe dort mich relativ frei bewegen können. Ich habe zum Beispiel, mein Arabisch war damals noch recht gut, ich habe mich dann auf Hocharabisch mit dem Mufti für Zentralasien unterhalten können, Babachanov, der natürlich ein Mann des KGB war, aber trotzdem, er repräsentierte den Islam. Ich bin da auch in die Koranschule dort gegangen, wo die Tulab in voller Tracht dabei waren, den Hadith, die Überlieferung aus dem Leben des Propheten zu studieren. Ich spürte auch etwas von der Tätigkeit der Tariqat, also dieser Sufi-Gemeinschaft, die Naqshbandiya, die ja stark vertreten ist. Und vor allem habe ich auch im Folklore-Theater, was da stattfand, und zudem die Russen mich ohne weiteres gelassen haben, als ein Europäer, auch gespürt, dass, sagen wir, dieser usbekisch-türkische Nationalismus noch lebendig war. Bin zurückgekommen nach Moskau, zur Botschaft gegangen, Botschafter Kroll, der ein großer Experte, ein Freund von Khrushchev auch gewesen, jedenfalls enge Beziehung zu Khrushchev. Das ist völliger Unsinn, das sind alles Sowjetbürger heute, das ist Folklore, den Islam können Sie vergessen. Und die ganzen Kollegen in Russland waren der gleichen Meinung. Also ich war als Newcomer, also etwas, stand ich etwas lächerlich da, aber ist ja nicht das einzige Mal in meinem Leben, dass mir so etwas passiert ist. In unseren Tagen erweisen sich die autonomen Republiken am Nordrand des Kaukasus als das schwierigste Problem der Moskauer Führung.
Es ist ja nicht lange her, da lag Grosny, die Hauptstadt Tschetscheniens, in Trümmern. Die dortigen muslimischen Tarikat- oder Derwischorden feierten ihre Sufi-Rituale. Präsident Putin hat mit eiserner Hand den Aufstand der Tschetschenen niedergeschlagen. Aber es brodelt weiter in dieser rebellischen Zone des Kaukasus. Die wirkliche Katastrophe im asiatisch-islamischen Raum war im letzten Jahrzehnt der Sowjetmacht in Afghanistan über das Moskauer Politbüro hereingebrochen. Der Aufstand der Mujahedin gegen die russische Besatzung hat sich von 1979 bis 1989 behauptet, bis er unwiderstehlich wurde. Schon 1981 hatte mir Gulbuddin Hekmatyar, der Führer der fundamentalistischen Kampfgruppe Hizb-Islami, angekündigt, dass die Russen nicht nur am Hindukusch besiegt, sondern auch ihre riesigen Territorien in den muslimischen Teilrepubliken Zentralasiens verlieren würden. Heute kämpft Hekmatyar gegen die Amerikaner in den Bergen Afghanistans. Die Niederlage der Sowjetunion, die mit 130.000 Mann und schwerstem Gerät in Afghanistan eingerückt war, hat sich auf die Mentalität der damaligen Sowjetbevölkerung zutiefst deprimierend ausgewirkt. Die NATO-Politiker, die heute Deutschland und den Westen am Hindukusch verteidigen möchten, sollten sich das Bild des General Gromow vor Augen halten, der als letzter Sowjetsoldat die Brücke von Termez am Amudarya überquerte und Abschied nahm von den imperialen Zielsetzungen Moskaus in dieser feindlichen Umgebung. Ist die Wiedergeburt der christlich-orthodoxen Frömmigkeit im post-sowjetischen Russland eine instinktive Abwehrreaktion auf die zunehmende Bedrohung durch den militanten Islam? Jedenfalls ist die Rückkehr zur pravoslawischen Liturgie, zur Frömmigkeit der Massen, ein bemerkenswertes Symptom des nationalen Aufbäumens Russlands gegen die erlittenen Demütigungen. Im Lavra-Kloster, im Zentrum dieser Rückbesinnung, steht der Klerus beinahe geschlossen hinter Wladimir Putin, der sich bei jeder Gelegenheit als gläubiger Christ gebärdet. Überall wird der Einfluss der Religion stärker. In Amerika haben wir das gesehen, in den arabischen Ländern ist es ganz offensichtlich, der Fundamentalismus gewinnt an Boden, in Israel auch letzten Endes. Und in Russland ist es eben auch deutlich zu spüren. Ist es hier etwas Ähnliches? Wie beurteilen Sie das, das Erstarken der Religion? Es ist schon erstaunlich, dass, was man die Rache Gottes nennt, auch das heilige Russland erfasst hat. Und insofern erstaunlich, als 70 Jahre lang unter dem Kommunismus, unter dem Stalinismus und auch noch hinterher, unter Khrushchev hat es noch eine sehr heftige atheistische Kampagne gegeben, dass die Kirche sich so erhalten hat und wieder aufblüht. Dass sie gewissermaßen auch eine Stütze des Staates geworden ist unter Putin, der großen Wert darauf legt, auf die Kirche. Und wenn man, sagen wir, einen Philosophen oder einen Ideologen dieser kirchlichen Renaissance suchen würde, müsste man vielleicht auf Solzhenitsyn zurückgreifen. Das ist das alte Russland, was wieder hochkommt, das Bewusstsein, das dritte Rom zu sein. Das Russland Wladimir Putins hat ganz bewusst versucht, an die einstige Größe des Zarenreiches anzuknüpfen. Er beruft sich auf den Anspruch Moskaus, als drittes Rom und als wahre Verkörperung christlichen Glaubens aufzutreten. Der ehemalige KGB-Offizier Putin hat seinen Vertrauten Dmitri Medvedev als seinen Nachfolger im Präsidentenamt benannt. Die Zustimmung, die Putin bei etwa 65% seiner Untertanen
anlässlich der jüngsten Duma-Wahl zuteil wurde, entspricht der Realität und ist nicht etwa das Ergebnis einer Manipulation. Fast scheint es heute, als würde mancher Politiker des Westens jene Niedergangsphase der Sowjetunion nachtrauern, als eine Riege erstarrter Greise, physisch wie psychisch gelähmter Parteifunktionäre und Apparatschiks, das riesige kommunistische Imperium in den Abgrund steuerte. Wenn man die Versammlung dieser Herrschaften hier sieht, allesamt autokratisch bis tyrannisch, dann fragt man sich natürlich, wird es jemals eine Demokratie geben in Russland? Die Frage enthält im Grunde auch eine ungeheure Anmaßung. Nämlich, man will ja im Grunde die eigene Regierungsform einem Land überstülpen, das durch seine Geschichte und jüngste Vergangenheit gar nicht dazu vorbereitet ist. Und das erste Mal, als ich in Moskau war, 1958, lag Stalin noch neben Lenin. Also die Stalinisierung war noch nicht voll durchgeführt. Und was hinterher kam, war dann diese Folge von Greisen. Erstmal die Troika, Khrushchev, der abgesägt wurde durchs Politbüro. Und Andropow, der unter Dialyse stand. Und Tschernenko, der überhaupt nicht mehr präsentiert, der ganz sprachfähig war. Eine Gerontokratie. Und dann kam also die Rettung, wie der Westen meinte, in Form von Gorbatschow. Und wer die Perestroika wirklich aus der Nähe erlebt hat, das war der absolute Niedergang. Das war das demokratische Experiment, das kurze demokratische Experiment, das Russland hatte. Und das war am Rande der totalen Auflösung, des totalen Elendes. Auch die Leute standen ja auf der Straße und bettelten, verkauften ihre letzten Reste. Hatten überhaupt keinen Zugriff, verloren alle ihre Ersparnisse, auch unter Jelzin anschließend. All das wird ja als Demokratie heute dargestellt und so ist in Erinnerung geblieben. Und man darf sich deshalb nicht wundern, dass hier das Wort Demokratie verbunden mit Perestroika und Glasnost keine Zugkraft besitzt. In einem Park an der Moskwa hat man die Statuen und Büsten vergangener Parteigrößen und Bonzen versammelt, die nicht mehr in das Russland unserer Tage passen. Selbst Lenin, der noch in den Provinzstädten Russlands als Bildsäule anzutreffen ist, wirkt bereits anachronistisch und deplatziert, geschweige denn Stalin oder der Gründer der Tscheka, Felix Dzerzhinsky. Wenn wir schon über Autokratie reden, das ist wieder eine spezielle Form der Autokratie, was Putin jetzt offenbar plant. Sich nämlich aus der Schusslinie zu nehmen, was er tun muss. Er kann ja gar nicht nochmal als Präsident kandidieren, aber möglicherweise als Premierminister hinter den Kulissen umso mehr die Fäden zu ziehen. Eine solche Machtansammlung hat es eigentlich noch nicht gegeben in Russland. Der Zar war schon allmächtig. Okay, der Zar, nicht der schon, Zar hatte ja noch, sagen wir, die göttliche Salbung, nicht den sakralen Charakter, den natürlich Putin nicht haben kann. Und das Zarentum war eben ein Gottesgnadentum, auch eng verbunden mit der orthodoxen Kirche, was ja heute auch wieder erklärt, dass Putin sich sehr stark der russisch-orthodoxen Kirche zuwendet als ein Element, als der Basis des Nationalismus, eine Basis der russischen Wiedergeburt auch ist und einer der großen Unterschiede zum westlichen Europa. Wladimir Putin hat sich Peter den Großen zum Vorbild genommen. Das monumentale Denkmal, das er diesem Alleinherrscher errichten ließ, veranschaulicht die Reaktion gereizter Selbstbehauptung. Ja, auch die handfesten Warnungen, mit denen das neu erstarkte Russland auf die Einschnürung durch die Atlantische Allianz reagiert. Damit werden auch die penetranten Forderungen aus Washington und Berlin beantwortet, die auf eine Angleichung der Regierungsmethoden Russlands an die westlichen Demokratievorstellungen drängen. Dieses Monument beinahe hoch über Moskau ist ja ein Symbol für eine Öffnung nach Westen. Das war es auch. Und das gefällt den Moskowitern übrigens nicht übermäßig, denn Petersburg ist weiterhin ein Machtzentrum. Die ganze Umgebung von Putin kommt aus
St. Petersburg, was ja früher mal Leningrad hieß. Und Putin wollte im Grunde auch die Öffnung nach Westen machen. Er ist ja wie Peter der Große, der ja in Deutschland sich aufgehalten hat, Beziehungen zu deutschen Höfen hat, hat er ja in Dresden gelebt gehabt als KGB-Offizier, hatte diese Bindung nach Westen. Und dann ist das Unsägliche passiert, dass nicht etwa nur Europa nach Osten expandiert hat, sondern auch das Atlantische Bündnis, die NATO, was allen Absprachen widersprach, dass also nicht nur Polen, auch die baltischen Staaten in die NATO hineinkamen und dass Russland zurückgedrängt wurde auf die Grenzen des Friedens von Brest-Litowska, der tiefsten Erniedrigung Russlands im Ersten Weltkrieg, als die Bolschewiki diesen verzweifelten Friedensakt machten, um an der Macht zu bleiben. Und diese Enttäuschung über das Vordringen des Westens, die Ablehnung Russlands, das Zurückstoßen Russlands nach Osten, beinahe hinter die Wolga, die Ukraine ist ja unabhängig geworden und soll ebenfalls in die NATO rein, wenn es nach den Amerikanern und nach den Deutschen, vielen Deutschen ginge. Das hat eben zu einer Abkehr geführt. Und man kann nicht davon ausgehen, dass man in Moskau glücklich darüber ist, dass die Atlantische Allianz unmittelbar vor den Toren von Petersburg steht, wo ja Peter der Große eben das Tor nach Westen aufstoßen wollte. Und dieses Bild, das Standbild, wo er als Admiral dargestellt ist, zeigt ja, wie wichtig ihm diese europäische Orientierung gewesen ist. Beinahe zynisch könnte man sagen, warum kommt Russland dann nicht auch gleich in die NATO? Ja, darauf hat der frühere Verteidigungsminister Ivanov, der jetzt stellvertretende Premierminister ist, eine etwas zynische Antwort gegeben, hat gesagt, wir wollen also auch gar nicht mehr in die NATO oder in die Europäische Union rein. Das war mal ein Gedanke von früher, ein absurder Gedanke. Wer möchte denn den Deutschen zumuten, dass sie im Falle eines Konflikts, wie das dann der Pakt erfordern würde, Russland an der Grenze von Nordkorea verteidigen. Er hat Nordkorea gesagt, er hat natürlich China gemeint. Zurück in Europa. Wir haben viel davon gesprochen, dass Imperien zerbrochen sind, auch gerade im letzten Jahrhundert. Und man fragt sich, wo bleibt eigentlich Europa in diesem Spiel, wenn wir über neue Achsen der Macht reden? Europa scheint immer noch kein wirkliches Imperium zu sein. Ich glaube, das ist auch nicht mehr die Berufung Europas. Europa hat eine imperiale Vergangenheit hinter sich. Denken wir doch bei diesen 27 Staaten, die heute Europa bilden, selbst die kleinsten davon, nehmen wir Portugal oder Litauen, waren einmal Imperien. Litauen hat bis zum Schwarzen Meer gereicht und Portugal hat die Meere beherrscht, bis nach Afrika, Indien und China. Aber was jetzt im Grunde, worum es jetzt geht in Europa, ist einfach um die Selbstbehauptung Europas. Und da kann man nur auf die Anfänge zurückgreifen. Wie ist Europa wieder erstanden? Also der heutige Gedanke Europas ist eine Folge des Zweiten Weltkrieges, der totalen Zerstörung. Dann die Bedrohung durch die Sowjetunion. Und dann eben die amerikanische wohlwollende Hilfe zu der Zeit. Das zeigt eben, wie hilfreich Amerika sein kann unter einem Präsidenten wie Harry S. Truman, der den Atlantikpakt gegründet hat, der notwendig war, der den Marshallplan auf den Weg gebracht hat und der wirklich ehrlich die Einigung Europas, und das war vor allem Deutschland und Frankreich damals, vorangetrieben hat. Und dann hat es eben an den Männern gelegen. Nicht? Auch in Amerika. Wir sehen ja heute, welches Unheil durch den Präsidenten George W. Bush angerichtet wird und welche grandiose Tat eben durch Truman vollbracht wurde. In Europa hat es an Paarungen großer Männer gelegen, das, natürlich. Der wirkliche Durchbruch konnte im Grunde zwischen Deutschland und Frankreich erst geschehen, als der Befreier Frankreichs, der Mann des Widerstandes gegen die deutsche Besatzung, nämlich Charles de Gaulle, die Initiative ergriffen hat. Und ich war 1958 zugegen in Colombey-les-Deux-Églises, als Adenauer mit bangen Erwartungen dahin gekommen ist, zu de Gaulle. Und völlig falsch informiert von seinen Ratgebern.
und erwartete, einen Feind Europas, einen deutschen Hasser, einen Revanchisten vorzufinden. Und er wurde geradezu brüderlich aufgenommen. Er war der einzige Staatschef, der bei de Gaulle in seinem Landhaus La Boisserie übernachten durfte. Und das ist dann sehr eng geworden. Es ist der deutsch-französische Freundschaftsvertrag daraus geworden, der Élysée-Vertrag mit dem berühmten Bruderkuss zwischen den beiden Männern. Und dann eben dieses grandiose Schauspiel, die beiden Männer in der französischen Krönungskathedrale von Reims, einer neben dem anderen und zu jener Zeit etwas Ungeheuerliches, deutsche Truppen mit deutschen Panzern auf dem französischen Übungsplatz von Montmelon, also auf den Schlachtfeldern des Ersten und des Zweiten Weltkrieges. Viele Jahrzehnte später dann Helmut Kohl und François Mitterrand Hand in Hand in Verdun. In Verdun, aber man sollte eine Zwischenphase nicht vergessen, die ganz wesentlich ist. Denn die Gefahr bestand natürlich, dass die ganze Angelegenheit als eine, auf deutscher Seite, als eine reine katholische Angelegenheit betrachtet wurde. Und es war wirklich das Verdienst von Helmut Schmidt, der Protestant ist, der Hanseat ist, preußisch orientiert, Bewunderer Englands, der aber aus der Vernunft erkannt hat, dass die Bindung an Frankreich prioritär wäre. Und dann hat er eben in Giscard d'Estaing einen charakterlich völlig anders veranlagten Menschen gefunden, aber mit dem er harmonierte und mit dem diese Vereinigung weitergebracht hat. Und dann, wie gesagt, kam diese seltsame Paarung von Helmut Kohl und François Mitterrand. Zwei Charaktere, wie sie unterschiedlich gar nicht sein können. So wie Franzosen und Deutsche eben unterschiedlich sind. Könnte es sein, dass das dass es für die Zukunft Europas bedeutend ist, dieser Zusammenhalt zwischen Deutschland und Frankreich, ist das der eigentliche Kern für die Zukunft? Ich kann aus meiner persönlichen Vergangenheit und Veranlagung natürlich das nur bejahen. Aber ich glaube, mit dem Europa der 27, was wir heute haben, können wir vielleicht einen halbwegs erfolgreichen Wirtschaftsraum schaffen. Nicht eine Freihandelszone, wie es im Grunde die Engländer von Anfang an angestrebt haben. Aber wir kommen jetzt in eine Phase, wo wir an eine gemeinsame Außenpolitik und vor allem auch an eine gemeinsame Verteidigung denken müssen. Und da kann man nur auf einen harten Kern zurückfallen oder man fällt dann eines Tages in die nationalstaatliche Idee zurück. Die Gefahr ist in keiner Weise gebannt. Was natürlich auch diese deutsche Position, auch die französische Position im Moment schwächt, ist ja auch die Aussage der Bundeskanzlerin, dass man eine werteorientierte Politik betreiben solle. Was ja, welche, sind denn die Werte in Europa? Welche Werte, genau. Es gibt islamische Werte ja auch. Es gibt durchaus auch konfuzianische, chinesische Werte. Aber dass die Kanzlerin Führerin einer christlichen Partei nicht sagt, es sind die christlichen Werte, die wir betonen müssen. Nämlich, das ist doch im Grunde, auch wenn wir es als Mythos, als Legende, wie auch immer, dass wir uns darauf stützen müssen, das wagt keiner auszudrücken. Aber das wäre es eigentlich. Das wäre das Einzige, was wir haben. Die Werte des Christentums, die Werte der Aufklärung. Die Aufklärung, die im Grunde nicht so wenig. Steht dann nicht gerne ein, aus dem Christentum hervorgegangen ist. Aber es gibt ein Handbuch der französischen Armee, seltsamerweise. Und die ist durchaus laizistisch erzogen. Aber in der es heißt, die Menschenrechte sind kein Religionsersatz. Und für die abstrakte Idee der Menschenrechte stirbt man nicht so leicht wie zum Beispiel heute ein Moslem für die Idee seiner islamischen Überzeugung, für den Koran stirbt. Nicht? Es ist ja auch bezeichnend, dass im islamischen Raum der Satz gilt, La Hizb illa Hizbullah, keine Partei außer der Partei Allahs. Und im amerikanischen Fundamentalismus, in einer exzessiven Form, heißt es dann bei gewissen Baptistenpredigern, if you don't believe in Jesus Christ, you'll go to hell. Ich habe nicht an Jesus Christus, gehst du zur Hölle. Es sind also, sagen wir, noch sehr scharfe Kontraste, die dort gezogen sind. Aber das kann für uns kein Maßstab sein. Das kann für uns auf keinen Fall ein Maßstab sein. Ich meine, wir müssen da eine ganz andere, Position beziehen. Aber wie gesagt, wir müssen eine neue Wehrhaftigkeit entwickeln, die einfach nicht vorhanden ist in einer Welt, die von allen Seiten bedrohend auf uns zukommt. Wenn wir, sagen wir mal, von den Höhen von Vézelay blicken, da kommt ein anderer Satz von André Malraux ins Gedächtnis.
Und wo er in einem Gespräch mit de Gaulle, Colombelli de Siglise, sagte, was war denn Europa zur Zeit Alexanders des Großen? Das waren die Wälder dort, jenseits des Fensters.